Hi Leute, ich bin wieder da mit einem neuen Test. Heute will ich deinen Verstand und deine Überlebensfähigkeiten testen. Versuche, die folgenden 12 Rätsel zu lösen und notiere deine Lösungen. Am Ende kannst du sehen, wie viele richtige Lösungen du gefunden hast. Aber ich muss dich warnen, gib dein Bestes, sonst tappst du in die Fallen. Viel Glück! Nummer 1. Das Problem im Dschungel. Du reist ganz allein durch den Dschungel. Am Morgen entdeckst du, dass du fast kein Wasser mehr hast. Du kannst Wasser aus einer der 4 Quellen bekommen. Einem saftigen Kaktus, einem Teich mit salzigem Meerwasser, einem klaren stillen See oder einem schlammigen Bach. Aus welcher Wasserquelle wirst du deine Filterwasserflasche füllen? 10 Sekunden bis zur Entscheidung. Die meisten Kakteen sind giftig und anstatt deinen Durst zu stillen, bekommst du starke Bauchschmerzen. Salzhaltiges Meerwasser wird dich austrocknen. Das stehende Wasser im See ist voll mit Bakterien und es zu trinken ist ziemlich gefährlich. Deshalb ist der schlammige Bach die beste Wahl. Er enthält nichts, was deine Filterwasserflasche nicht rausfiltern kann. Nummer 2. Ein Verkehrsunfall. Ein Lastwagen, ein Mann auf einem Pferd und ein Motorrad warten an der Ampel auf Grün. Plötzlich rutscht dem LKW-Fahrer das Handy aus der Hand auf die Hupe. Das laute Geräusch macht dem Pferd Angst und es beißt den Motorradfahrer ins Ohr. Schockiert und unter Schmerzen gibt der Mann unbeabsichtigt Gas und verursacht einen Unfall. Aber wer hat tatsächlich das Gesetz gebrochen? Du hast 10 Sekunden, um es herauszufinden. Das ist der Motorradfahrer, weil er während der Fahrt keinen Helm trug. Nummer 3. Die Flucht aus dem Wald. Du hast dich in einem Gebiet verlaufen. Es wird dunkel und sehr bald werden wilde Tiere nach dir jagen. Es gibt 4 Wege und du kannst einen wählen. Nach Norden, Süden, Westen und Osten. Aber der Nordpfad führt dich zu einem supermassiven schwarzen Loch, das dich verschlingen wird. Die Südstraße führt durch einen See voll riesiger Walhaie. Wenn du den Weg nach Westen wählst, kommst du zum Rand eines riesigen Lochs im Boden, das du nicht mit einem Seil überqueren kannst. Und der Ostpfad führt dich zu einem himmelhohen Berg, der nicht zu besteigen ist. Du hast 10 Sekunden Zeit, um dir einen Weg auszusuchen. Du solltest der Südstraße folgen. Walhaie sind keine Gefahr für den Menschen. Du kannst also problemlos durch den See schwimmen. Nummer 4. Gefangen von einem Psychopathen. Ein Psychopath hat dich erwischt und lässt dich wählen, wo du die nächsten 3 Wochen alleine bleiben musst. Wenn du es schaffst zu überleben, wird er dich freilassen. Er gibt dir 3 Möglichkeiten. Eine Wüste voller Kakteen, ein sonniges Feld mit Blumen, einer Banane und einem Glas Wasser und einen Strand unter stürmischem Himmel, umgeben von scharfen Klippen und hohen Wellen. Wo hast du bessere Überlebenschancen? In einer Wüste gibt es kein Wasser und du wirst nicht lange durchhalten. Eine Banane und ein Glas Wasser werden dir wohl auch kaum helfen, 3 Wochen lang zu überleben. Deine einzige Wahl ist der Strand. Das Meer wird dich mit Nahrung versorgen und weil es regnet, hast du Regenwasser zum Trinken. Nummer 5. Ein gruseliges Schloss. Eines Nachts bist du in einem alten, gruseligen Schloss. Du hörst jemanden hinter dich jagen und du rennst immer schneller, aber plötzlich eine Sackgasse. Als sich deine Augen an die Dunkelheit angepasst haben, siehst du 3 Türen in der Wand. Aber hinter jeder Tür befinden sich schreckliche Kreaturen. Hinter der ersten Tür warten Zombies. Werwölfe sind hinter der zweiten. Und wenn du die dritte Tür öffnest, kommen blutrünstige Vampire auf dich zu. Welche Tür solltest du öffnen, um eine Überlebenschance zu haben? Dann komme durch die zweite Tür.
Aktuell ist zunehmender Mond und Werwölfe verwandeln sich nur während des Vollmondes. Nummer 6. Ein böser Entführer. Du wurdest entführt und von einem verrückten Professor in einem Keller eingesperrt. Aber der Keller hat 3 Türen und eine davon führt in die Freiheit. Der Professor geht und du kannst die Türen nacheinander öffnen. Hinter der ersten Tür befindet sich ein dichter Dschungel voll mit tötenden Kreaturen. Hinter der zweiten Tür gibt es einen gigantischen, feuerspeienden Dino, der dich lebendig verbrennen wird. Und hinter der dritten Tür siehst du einen See aus Eiswasser, auf dem alles in wenigen Sekunden einfriert. Wie kannst du entkommen? Geh durch die zweite Tür. Dinosaurier können kein Feuer speien. Nummer 7. Das Dachbodenmysterium. Mark und James spielten auf dem Dachboden, wo es dunkel und schmutzig war. Aber als sie dann wieder unten waren, war nur noch Marks Gesicht mit Staub bedeckt. James' Gesicht war sauber. Warum hat sich nur James das Gesicht gewaschen? Du hast 10 Sekunden Zeit, um das herauszufinden. James sah zuerst Marks Gesicht und sah, dass auch er schmutzig war. Kurz danach sah Mark James an, dessen Gesicht sauber war. Also dachte Mark, dass er genauso sauber sei. Nummer 8. Eine Schatzsuche. Ein Schatzsucher hat sich im englischen Forest verirrt. Nachdem er einige Zeit durch den Wald gelaufen war, entdeckte er eine Kreuzung mit einem großen Stein in der Mitte. Auf diesem Stein war eine Nachricht. Darauf stand 4 plus NO5. Der Mann wusste, dass diese Nachricht die Richtung zum Schatz zeigen musste. Aber sie war kompliziert verschlüsselt. Kannst du dem Schatzsucher helfen, den Code zu entschlüsseln? Der Mann sollte die Nachricht umdrehen. Dann steht da South, also im Süden ist der Schatz. Nummer 9. Flucht aus einem verschlossenen Haus. Du wurdest entführt und in einem Steinhaus eingesperrt. Es gibt aber 4 Türen, durch die du entkommen könntest. Aber hinter der ersten Tür ist es extrem kalt. Und wenn du dich für diesen Weg entscheidest, wirst du in Sekundenschnelle ein Eisblock. Die zweite Tür führt in einen Wassertank, wo hungrige Haie rumschwimmen. Hinter der dritten Tür scheint die Sonne so stark, dass sie alles sofort verbrennt. Und der Raum hinter der vierten Tür ist mit giftigem Gas gefüllt und du würdest ersticken. Gibt es einen Ausweg? Du hast 10 Sekunden Zeit, um es herauszufinden. Warte bis zum Abend, wenn die Sonne untergeht, und fliehe durch die dritte Tür. Nummer 10. In eine Grube gefallen. Eines Tages wurde John von einem Verrückten geschnappt und in eine 6 Meter tiefe Grube geworfen. Der Wahnsinnige sagte ihm, dass sich die Grube in 5 Minuten mit Wasser füllen würde. John war entsetzt, weil er nicht schwimmen konnte. Er sah sich um und entdeckte am Boden der Grube ein 1,8 Meter langes Seil, ein 1,2 Meter hohes Holzfass und einen 0,9 Meter hohen Metallsafe. John selbst war 1,80 Meter groß. Wie könnte er diese Objekte benutzen, um lebend aus der Grube zu entkommen? Du hast 10 Sekunden, um dem armen Mann zu helfen. John sollte sich an dem Fass festhalten, wenn das Wasser zu steigen beginnt. Das wird ihm helfen, über Wasser zu bleiben und ihn an die Oberfläche zu tragen. Nummer 11. Ein Kaffeediebstahl. Sieh dir dieses Bild an. 10 Minuten vor der Aufnahme hatte jemand von diesem Foto das ganze Geld aus dem Café am Strand gestohlen. All diese Leute behaupten aber, dass keiner von ihnen das Café in den letzten 10 Minuten besucht hatte. Wer ist der Dieb? Der Dieb ist der Mann mit dem Eis. Wenn er es vor mehr als 10 Minuten gekauft hätte, wäre es bereits geschmolzen. Oder der Mann hätte es schon gegessen.
Nummer 12. Ein Gefängnisausbruch. Matt entkam aus dem Gefängnis, indem er einen langen Tunnel im Boden unter seiner Zelle grub. Er war 3 Stunden lang durch den unterirdischen Tunnel gekrabbelt, als er sah, dass sich der Haupttunnel in 3 kleinere teilte. Aber der erste stand in Flammen und der 2. Tunnel war die Heimat von giftigen Schlangen. Der 3. Tunnel wurde mit Sprengstoff bestückt. Wie kann Matt entkommen? Matt sollte sich für den 1. Tunnel entscheiden. Er kann durch ihn hindurchgehen, nachdem er das Feuer mit Sand gelöscht hat. Und nun zum Teil, der dich brennend interessiert. Also, wie hast du abgeschnitten? Wenn du 0 bis 4 richtige Antworten hattest, ist es Zeit, mehr Bücher zu lesen, die dir helfen, die Kunst des Überlebens zu erlernen. Oder du schaust dir einfach mehr Videos wie dieses an. Dann wirst du definitiv besser werden. Wenn du 5 bis 8 Rätsel gelöst hast, bist du fast perfekt. Nur noch ein wenig mehr Übung und du entkommst aus fast jeder gefährlichen Situation. Und wenn du es geschafft hast, 9 bis 12 dieser brenzligen Situationen unversehrt zu überstehen, was natürlich wünschenswert ist, dann bist du ein Meister des Überlebens und des logischen Denkens. Wenn deine Freunde ein ernstes Problem haben, bist du der oder diejenige, die sie um Rat fragen. Hey, wenn du heute etwas Neues über dich erfahren hast, dann gib dem Video ein Like und teile es mit einem Freund. Und hier sind noch ein paar andere Videos, die dir gefallen werden. Klicke einfach auf das linke oder rechte und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.